Ich habe eine Leseflaute. Ja, für die paar wenigen, die keine Ahnung haben, was eine Leseflaute ist, ich habe im Moment einfach keine Lust zu lesen. Und zwar lese ich an diesem Buch hier, und Nietzsche weinte heißt es. Und ich habe total motiviert angefangen und es gefällt mir eigentlich auch richtig gut, aber das ist so ein Buch, das kann man nicht mal eben runterlesen. Es ist sehr anstrengend und man muss viele Pausen machen. Und die ganze Zeit war es eigentlich so, dass ich immer mich gefreut habe, wenn ich abends wieder weiterlesen konnte an dem Buch. Aber jetzt plötzlich... Nee. Nee. Keine Lust mehr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass fast jeder von euch das auch mal hat, dass er oder sie keine Lust hat zu lesen. Und ja, wie äußert sich das bei mir? Normalerweise ist es echt so, wenn ich nachmittags nach Hause komme aus der Uni, dann erledige ich alles, was noch so zu tun ist, wie Wäsche waschen und ein bisschen aufräumen und einkaufen gehen. Und abends mache ich es mir dann gemütlich mit einem Buch und lese. Tja, und im Moment, weil ich eben keine Lust auf Lesen habe, bin ich ein bisschen überfordert mit meiner Freizeit. Denn ich sitze dann da und überlege, soll ich jetzt Fernsehen? Und dann schalte ich den Fernseher ein und dann gucke ich genau 10 Minuten, bis mir auffällt, dass das total dämlich ist und mir überhaupt keinen Spaß macht. Dann mache ich den Fernseher wieder aus. Dann greife ich zum Buch, lese 3 Seiten und merke ich, nee, hast auch keine Lust drauf, leg's wieder weg. Und dann weiß ich echt nichts mehr anzufangen. Und das endet im Moment darin, dass ich den ganzen Tag in meiner Wohnung irgendwie rumprüdel und umdekoriere und putze und es ist furchtbar, wirklich. Ja, kennt ihr das denn vielleicht auch, dass ihr mal keine Lust habt zu lesen? Ich meine, ich habe mal jetzt ein bisschen gegoogelt und es gibt ja die wildesten Theorien, woran es liegt. Also manche Leute sagen, das liegt an dem Buch, was man gerade liest, dass es einfach irgendwie nicht passt, vielleicht zu dem Zeitpunkt oder insgesamt. Aber wie gesagt, mein Buch hat mir eigentlich ziemlich Spaß gemacht die ganze Zeit. Und jetzt so ganz kurz vor Ende, dann irgendwie kommt die Flaute, ich weiß es nicht. Andere Leute behaupten ja, das finde ich noch eine viel wildere Theorie, dass wenn Leseratten plötzlich eine Leseflaute haben, das darauf hinweist, dass irgendwas mit dem Seelenleben nicht in Ordnung ist und man vielleicht mal in sich selbst hineinhorchen sollte, ob man sich vielleicht ein bisschen zu viel Stress macht oder sonst irgendwelche Baustellen hat, auf die man sich vielleicht eher konzentrieren sollte. Tja, also Hobbypsychologen unter euch, erklärt mir meine Leseflaute. Ich würde ja als allererstes gerne mal von euch wissen, was ihr dagegen tut, wenn das bei euch passiert. Fangt ihr einfach ein neues Buch an und legt das, was ihr gerade lest, einfach weg? Oder quält ihr euch durch und versucht, das Buch so schnell wie möglich zu beenden, damit ihr zu einem neuen könnt, was euch vielleicht besser zusagt in dem Moment? Oder aber macht ihr vielleicht auch gar nichts dagegen und beschließt ganz bewusst einfach mal ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen oder Monate, nicht zu lesen? Ich muss sagen, manchmal mache ich das, wenn ich eine Leseflaute habe, dann lege ich wirklich alles beiseite und denke mir so, egal, dann machst du jetzt was ganz anderes. Aber im Moment, wie ich schon gesagt habe, ist mein Problem, dass mir nichts anderes einfällt, was ich tun kann. Und ich möchte gerne lesen, nur irgendwie fehlt mir die Konzentration dazu. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, es fehlt ja auch immer ein bisschen was, wenn man so seinen gewohnten Tagesablauf hat, dass man abends zu Hause sitzt und noch ein bisschen liest und dann ist das plötzlich nicht mehr so. Da fehlt was. Naja, trotzdem sollte es uns Leseratten auch ab und zu mal gegönnt sein, wenn wir nicht so viel lesen. Und mein Februar hat ja wirklich sehr gut angefangen. Ich war ja den halben Februar krank und habe sehr, sehr viel gelesen in der Zeit. Von daher finde ich, ist das in Ordnung, wenn ich jetzt mal ein bisschen kürzer trete. Und bis dahin könnt ihr mir ja mal sagen, was eure Erfahrungen mit Leseflauten sind, ob ihr was dagegen macht, wenn ja, was und ob ihr vielleicht irgendwelche guten Tipps für mich habt. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Da wird es vermutlich eine Rezension geben. Bis dahin, schöne Woche und tschüss!